Einen wunderschönen guten Tag zu LS19 Landwirtschaft Simulator 19 auf der PlayStation 4 für PC, Mac, Xbox, PlayStation 4, X, Mac, naja, und PC halt, ne, ist ja Standard. So, Ravensberg Update, wollte ich eigentlich großartig kein Video zu machen, aber kurz und knapp, in der Beschreibung stand drinne, man kann jetzt BGA und diverse Sachen kaufen, um die Slots der Karte massiv runterzudrücken. Jo, dann machen wir das mal, weil das möchte ich gerne wissen, ob das Fakt ist. Ich habe jetzt einfach mal auf mittleren Spielstand angefangen, um zu sehen, ob das der Wahrheit entspricht. Ich frage mich gerade, wo war die BGA, aber da schau doch, dahin ist die BGA. BGA, da ist der Originalhof. Haben wir noch irgendwas? Kann man noch irgendwas kaufen? Kann sogar das ganze Teil kaufen, das ist sehr heftig. Aber hier war doch irgendwo, ach ja, hier unten. Ne, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gucken wir und gehen mal ins Menü rein. Man sieht schon Kuhstall. Keine Tiere drin. Man kann sie gleich verkaufen. Man braucht nicht immer wieder gleich in die Tiere reinhüpfen. Und dieser ganze Plunder, das kennt ihr ja. Es ist eigentlich ein Slot-Test, weil, wenn die Slot-technisch richtig gut ist, oh, das wäre eine gute Karte fürs Scrim-DLC, ne? Dann würde ich das anreißen oder hätte ich Bock drauf anzureißen. Aber ich sehe gerade, habt ihr gesehen, da ist ein neues Schlafhaus drin. Klack, 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 klack. Da. Seht ihr das? Ist das überall so? Das ist ja mega hübsch. Mal gucken. Vielleicht braucht man ja auch. Ist natürlich die Frage, und das schauen wir gleich, ob im Mod-Menü jetzt auch die Gebäude wieder drin sind. Weil beim ersten Spielstand war das ja so, dass man das nicht verkaufen konnte. Jetzt kann man ja BGA und die Kräne und die ganzen Sachen verkaufen, laut, ne? Menü. Guck mal hier, BGA, Kran, Holzzaun, Metall, dies, jenes. Guck mal hier. Farmhaus. Finde ich super geil. Ja, ich mag das total gerne. Sieht hier richtig geil aus. So, jetzt haben die ja schon ein paar Slots weniger. Wir sind zwar immer noch nicht da, wo man eigentlich hin sollte. Jetzt müssen wir mal die Karte kurz abflätschen. Was ist hier? Wir kaufen mal hier einfach ein paar Sachen. Auch in der Stadt. Kaufen bitte, ja. Alles, was man irgendwo kaufen könnte, kaufen wir jetzt. Weil er eben symbolisiert hat, dass man verkaufen kann. Irgendwelche Symbole. So, jetzt haben wir ja eigentlich alles. Naja, da ist auch noch was. Geld haben wir ja dafür. Mal gucken, ob man das wirklich noch runtergedrückt kriegt. Da unten ist auch noch was. Okay. Ist noch was im Menü drin? Guck mal, da haben wir noch einen Kran. Und alte Fahrzeugdekoration bringt null. Ist aber trotzdem Slot ist Slot. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Erfüllung war. Das werden wir gleich sehen. Deko und Kran. Kran braucht kein Mensch. Ich habe jetzt auf Mittel angefangen. Also mit 1,2 Millionen. Oh, jetzt gehen wir das nochmal ein bisschen verkaufen hier. Ja, Verkaufspunkte ist nicht zu verkaufen. So, 542. Ich glaube, bei 600 etwas ist man sonst angefangen, weil ich habe 2 Millionen auf dem Konto. Das ist heftig. Zum Thema Produktion, Verkaufsstellen und wie man sagt, Getreide AG ist etwas dazugekommen. Man sieht die Silos, das externe Silo. Kann man jetzt Mist, Gülle und diverse Sachen reinkloppen. Das heißt, ein Multifruchtlager ist auf der Karte. Ackergras war ja bekannt. Das ist auch drauf weiterhin. Gedüngt, Ackergras, bla, ja. Und die Feldpreise wurden angepasst. In meinen Augen ist es aber noch gleich. Ja, jein. Ja, da habe ich noch was. Ja. Schauen wir kurz. 552 Slots zu 1299. Und es ist halt die Möglichkeit, die VGR-Produktion dann hier raufzusetzen. Was für mich jetzt wichtig ist, sind die Gebäude hier drin? Ja. Ja, das ist das neue Pack, aber hier, da, die ersten.
Warum ist das wichtig? Naja, du brauchst nur die Karte runterladen und alle anderen Sachen sind drinne. Und sonst war das so, wenn du sie verkauft hast, dann waren sie weg. Es gilt das auch für Tierstall? Da, deutscher Kuhstall. Wunderbar. Das andere ist von mir. Deko, BGA, Kran, Deko. Das sind meine Bäume. Ich muss also weiter hinten gucken. Alte Fahrzeuge. 1 Euro. Farmhaus. Da ist das neue 90.000. Ist da noch eins? Nee. Also das finde ich gut. Was haben die denn Slots? 12. Das ist natürlich schon kernig, ne? Das Farmhaus vorne hat immer noch einen. Das hat 12. Na gut, das sind die 9. Ja, das zur Info. Ihr könnt also jetzt eure Slots verbessern, wenn ihr mehr Sachen verkauft. Also ihr könnt die BGA verkaufen, ihr könnt die Holzfirma verkaufen, die Kräne verkaufen. Wie ihr gerade gesehen habt, könnt ihr auch die Deko verkaufen. Also ihr könnt eigentlich so gut wie alles verkaufen. VGR-Produktion ist ja von den anderen Modder. Da könnt ihr also Produktionsstellen mit reinprügeln in die Olga. Ich mache das nicht, weil wir wissen, wenn ihr Produktion mit reinprügelt, habt ihr das Problem, dass jedes Mal die Tiermenü nicht funktionieren und habt nicht gesehen. Vorteil 2, die Gebäude von der Karte sind alle, bleiben drauf und sind in den Menüs diesmal zu erwerben. Das bedeutet, ihr braucht nicht unbedingt zwingend ein Gebäudepack runterladen, weil zum Beispiel das kleine Haus fand ich super süß. Und da das zweimal markiert ist, heißt das, dass das alte Felsbrunnengebäude gar nicht da ist. Das heißt, ihr könnt ein kleines Haus nehmen, einen kleinen Kuhstall, einen kleinen Silagebunker. Ihr könnt so ein bisschen flexibel sein. Das zum Thema Silagebunker, die waren ja ein bisschen verbuggt, so wie auch BGA, all solche Sachen. Das wurde alles behoben. Das heißt, ihr könnt die Karte safe anstarten. Und da ich die Karte immer noch sehr schön finde von der Verarbeitung mit den Pflastersteinen, hab nicht gesehen. Ja. Was ich noch mal kurz für mich testen wollte, ist, wir können mal kurz das Originalland kaufen, was oben ist oder wo auch immer. Ja, wir machen das mal kaufen hier. Er meinte, es hat sich was dazu getan zum Thema Landscaping. Müssen wir mal kurz gucken. Ja. Kann ich mir zwar jetzt nicht vorstellen. Pflastersteine? Na gut, die gab es ja schon vorher. Die roten auch. Dunklen auch. Beton. Beton dreckig. Dreck. Nochmal Dreck. Hier Wasser. Krass. Er hat irgendwas mit Büschen geschrieben. Blumen. Mehrfach Blumen. Das finde ich gut. Ihr wisst ja, sonst muss ich immer erst grün. Dann muss ich das. Hier habt ihr jetzt mehrfach Blumen. Richtig Baba. Büsche. Noch größere Büsche. Noch größere Büsche. Noch größere Büsche. Jetzt kann man ja hier schon. Ist ja schon ein halber Baum. Dreck und Gras, Moosgras, dann das Kies, Mist, Erde, hier ist Pfütze. Also das finde ich schon wieder geil. Also die Blumen hier vorne finde ich richtig jabber. Dann könnt ihr euch echt, wenn man jetzt hier zum Beispiel nimmt, macht ihr euch einen kleinen Zaun hinsetzen. Gibt es ja Zäune mit keiner Kollision im Mod-Menü. Das sind die Schiebetore zum Beispiel. Setzt ihr hin, dann macht ihr ein kleines Haus. Macht den deutschen Kuhstall hin, die Bäume hier beide fräst ihr weg mit der Blacksheet-Modding-Fräse. Macht den Silagebunker hin, macht einfach ganz viele Blümchen außenrum und dann habt ihr einen kleinen Butchi-Hof. Mir gefällt sowas. Ist natürlich mal Geschmackssache, aber ich finde sowas Porno. Gut, wollte ich euch kurz informieren. Wir sind auch unter 10 Minuten. Ich muss mich immer beeilen, weil vorhin das Video, das war ein bisschen dirty lang. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, ich bin raus. Wir sehen uns nachher live. Bis dann, euer Paddy. Ciao, ciao. Didn't even get to cross.